Okay. The song. Belraven. Belraven's song. It's over here. It's over here. Is that? It's over there. No, it's here. There's two. Which one? Listen, focus, listen. It's magic, it's magic. Einmal so da und einmal so da. This reminds her of somewhere. The forest. Where? Ich gehe nach links. Forest. Forest in the wilds. The wilds. She left in. She went to the wilds a long time ago. Why did she go to the wilds? She wanted to fight her own darkness. She thought she could beat her own darkness. Did she beat her darkness? No. It nearly killed her, but she tried. Druth. Druth helped her. If it wasn't for Druth, she'd be dead. She can't beat her own darkness. She wanted to marry Dillion. She came to beat her own darkness and marry Dillion. But it didn't work. Ah, yeah. She thought her curse would affect him. She thought her curse would spread to him. She thought she'd bring the darkness to him too. She nearly died. She thought the curse made her tainted. Druth helped her. Ah, okay. Muss ja echt alles genau angucken, ist ja crazy. Und diese Stimmen dazu. Ich hoffe, dass links richtig ist. Can you see him? Yes, I can. Ich gehe davon aus, dass es falsch war. The Ravens. The Ravens. They've gone. They've gone. No. Half of them have gone. They've gone. Some are still there. But where? Some are still there. No. The Ravens helping? No. He's not helping. It's a trick. Quiet. Try it. I can't see. Out in the wild. In the cold winter. Verändert sich da was? She no longer felt fit for this world. Ah, warte mal. She gave into the darkness. She remembered Dillion's words. She remembered her promise. She resolved to fight on and kill that which had become a part of her. Crazy shit. Hier rüber, ja. Na, langsam hat man's raus. Hoffe ich. Da oben steht er, der Saftsack. Das ist so crazy mit diesen verschiedenen Welten und Ansichten und Illusionen. Bei solchen Spielen, ja, da frage ich mich immer, wer lässt sich so eine Story einfallen?
Da muss man ja wirklich auch ein bisschen einen am Sender haben. The Northmen say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the world tree, and he stabbed himself with a spear, and he dedicated a sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink, and at last he saw the runes below. He gave a cry, he gathered them in his mind, and he learned from them. Then he fell from the tree. Das ist jetzt schlecht, natürlich. Das heißt, du musst da lang. Komme ich aber nicht lang. Und die Brücke ist auch weg. Nee, halt, das ist die Brücke. Aber hier komme ich ja nicht drüber. War hier doch noch was ich übersehen habe? Nö. Okay. Wie kommt man jetzt da oben drüber? Heißt das, ich muss jetzt da... Ah, wartet mal. Ah. Hat er Gedankenblitz gehabt. So, dann jetzt gucken wir da hinten nochmal durch. Dann können wir durch die Tür und dann wird oben die Brücke sein. Dann gehe ich davon aus. Ja, stimmt, dann können wir auf der Mauer langlaufen. Klar, macht Sinn. Okay, jetzt muss man schon ein bisschen um die Ecke denken. Highlight. Crazy shit, man. Ja, Leute, wisst ihr Bescheid. Wenn wir alle nach dem Spiel einen zu laufen haben, dann wissen wir, an wen die Anzeige geht. Stell dir mal vor, du spielst das und hast selber so eine Erkrankung, dass du Stimmen hörst. Mal, da geht's wieder runter dann. Ich verstehe diese fucking Tore nicht, was sich da ändert. Das nach oben fehlt doch komplett, obwohl, nee, warte mal, das ist hier vorne. Muss ich das verstehen, Leute? Ich check das nicht, wofür die Dinger hier oben sind. Da unten geht's auch noch hin. Da war ich auch noch nicht. Durch die Tore hängen weniger Zeichen, meint ihr? Ne, guck mal, hier hängen sogar mehr. Oder war das jetzt, weil ich da durchgegangen bin? So, jetzt hängen wieder mehr, oder was? Zeig mal. Stimmt. Wenn ich jetzt hier durchgucke, sind es weniger. Okay, die Frage ist, durch wie viele Kacktore muss ich noch gucken? Willst du mir einen komplett verarschen, oder was? Ich finde das cool, wenn die seitwärts läuft.
Naja, aber von wo muss ich jetzt gucken? Es macht weniger Zeichen, okay. Komm ich da runter irgendwie? Das Ding ist, es sind immer noch so viele Zeichen. Wie komme ich da runter? Da hinten. Oder habe ich durch das auf der anderen Seite falsch durchgeguckt? Dass ich irgendwie zweimal durchgeguckt habe. Sag mal, das ist jetzt der einzige Weg, wo ich noch nicht lang gegangen bin. Hier muss es lang gehen. Und da haben wir auch noch so einen Illusionsbaum. Hallo? Was passiert da? Hier ist noch eine Story. The Northmen say that Odin is always in search of knowledge and wisdom and magic. There was a very wise being named Mimir, who guarded the waters of wisdom which flow from the roots of the world tree. Odin wished to drink from this spring, but he had to pay a price. So he gouged out his own eye as offering to Mimir. He drank from the well and traded one way of seeing for another. So, die Frage ist, was macht mir dieser Baum jetzt weg oder hin? Barrikaden hier vielleicht? Oder komme ich sogar von hier? Von hier komme ich. Aber was macht denn bitte dieser Baum hier? Das ist ganz schön tricky. Ah, wir gucken mal. Noch bin ich geduldig. Ich erinnere mich gerade an die eine Stelle von The Last Guardian, wo man tauchen musste. Wo wir bestimmt 1,5 Stunden dran hingen, weil er einfach nicht tauchen wollte. Ich meine, es sind immer noch so viele Zeichen. Warte mal, hier ist noch was. Ich glaube, ich habe da oben einfach falsch durchgeguckt. Es müssten weniger Zeichen sein. Und wenn das nicht die Lösung ist, dann weiß ich auch nicht. Aber hier sind einfach noch viel zu viele Zeichen. Ich glaube, ich habe da oben zweimal durchgeguckt. So. Gucken wir mal. Aber guck nicht, der guckt gerade. Ah, sage ich doch. Looking back.
was so naive to think she could banish it on her own. The further she saw into the darkness, the more she struggled to see anything at all. And the glow. The smallest hints of shape, sound, or thought grow in strength until they consumed her whole. Before she knew it, she did it. Darkness had her in its claws. There's no such thing as victory when it comes to the darkness. It's like it doesn't want to kill her. Yet, it will gnaw at her, biding its time. Only when she is at her weakest will it strike to kill. Wir werden den finden, auf jeden Fall werden wir den finden. Will she find Dillian? Her time comes. Mal sowas von werden wir den finden. Dafür stehe ich mit meinem Namen. So, komm her, du alte Kräuterhexe. Ich mag einfach auch dieses Feeling, das Ambiente, die Locations. Na, das sieht doch nach einer Arena aus. Na komm, dann patsch mal deine Patschis da ran. Overcome Valravan's final illusion to face him in his keep. I know you can do it, Senua. You have the sight. We both see the darkness. We can fight it together. Okay. Dann lass mal gucken, wie wir da jetzt reinkommen. Die letzte Tür. Ja, hier anscheinend nicht. Aber eigentlich schon, oder? Aber ich kann hier nicht lang. Das ist sehr tricky. Mal da. Bababab. Ich muss von da oben gucken. Aber wie komme ich denn über diesen fucking Abgrund? Muss er da irgendwie rüberkommen. Das ist bestimmt total simpel und ich sehe es einfach nur wieder nicht. Muss da hoch. Hier kommt man nur bis hier hin. Na, guck mal da drüben. Wie komme ich denn da ganz hoch? Auch über diesen Baum, oder nicht? Das ist ja verrückt. Da oben muss ich durchgucken. Hier geht's logischerweise nicht weiter. Okay. Okay, okay, okay. Mysteriös. Wartet mal da oben. Von da kann man ja auch kommen. Von da irgendwie. Das ist nämlich auch ein Tor. Aber wie komme ich da hoch? Stimmt schon wieder so simpel, dass ich es einfach nicht checke. Hm.
Wenn ihr eine Idee habt, Leute, könnt ihr das auch gerne in den Chat schreiben. Aber nur falls ihr eine Idee habt. Vielleicht muss ich tatsächlich nochmal durch so ein Spiegeldings gehen. Und das kann ich mir fast nicht vorstellen. Von da hinten komme ich. So, machen wir mal so, dass da wieder offen ist und dann gehen wir nochmal dahinter. Das ist ja creepy. Das ist tricky, ist das. Ja, wie muss man ja da rüberkommen? Das kann nicht sein. Selber nichts gebracht. Seht ihr was, was ich nicht sehe? Guck mal hier. Ich sehe was, was ich nicht sehe. Was habe ich jetzt gesehen? Könnt ihr noch folgen? So, und jetzt gucken wir da durchs Loch. Genau, dann haben wir da den Baum. Crazy. Speak to me, Druth. Tell me a story. Senua, listen. I will tell you the tale of a man called Findon. The Northmen captured Findon's sister, and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water. Then they released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death, and his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast. It was at a hall near the sea. But when he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him and took him to hell. 6 years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Findon made his escape. What was Findon burnt away that day? But from the flames, a new man stepped forward, and Druth was born. Druth. Man that I am now. Okay. And though Findon never set eyes on his dear sister again, I, Druth, have found you, Senua. I wish you could have seen my home before these dark times. So, was hat sich jetzt bitte verändert, als ich da durch bin? Ich muss auf jeden Fall von oben gucken. Von oben gucken, hey. Oder muss ich sogar von da hinten gucken? Mann, jetzt dreh dich oben da lang, bitte. Muss ich sogar von da oben gucken? Was ändert sich denn bitte, wenn ich hier durchgucke? Oder muss ich so durchgucken? So lang? Ah, da ist noch ein Baum. Oder? Der hier. Der ändert sich. Direkt ins Vogelnest. Jetzt nicht stolpern. Vor allem nicht runterfallen.
Wäre sehr nett. Könnte wehtun. Ganz vorsichtig. Ist echt ein Vogelnest, oder? So, jetzt haben wir's. Focus! Focus now! The gate is open! Wait, open! It's darkness. I know it from the wild. It's coming back for me. Boah, der steht hinter dir! Must carry his vessel to bring him back home.